Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün, Feuerrot, Soul Link, Randomizer, Nuzlocke Challenge. Es ist Folgendes passiert beim Leveln. Mir ist ein Pokémon gestorben. Nein. Es ist Folgendes passiert beim Leveln, ja, wenn du hier so enthusiastisch dran bist wie ich und läufst nach hier oben, kann es sein, dass du aus Versehen mal einen Trainer machst. Und so enthusiastisch, wie man beim Trainieren ist, kann es halt hier unten leider Gottes auch schon mal passieren. Und leider Gottes muss Molly jetzt diese Trainer machen, glaube ich, oder? Ja. Die müssen eigentlich es war schon mal. Das wäre, glaube ich, besser. Aber ich brauche jetzt sowieso noch ein Level mit Keksi. Und wie gehe ich denn voran hier? Ich habe zwei, ne? Bei dir war es, glaube ich, Xatu, ja, und irgendwas anderes noch. Ja, stimmt, das war Xatu und was war das andere? Nichts Krasses. Xatu, nee, ich hab's und one-hitted mit Noji. Damals ist es irgendeine Pflanze, glaube ich, sogar, oder? Ich meine ja, Leute, ich weiß es leider nicht mehr jetzt aus dem Kopf raus. Und bei dem anderen weiß ich es gar nicht mehr. Xatu konnte ich mir jetzt noch merken. Ja. Wir gehen so, jetzt auf ein. Ja? Wir haben noch was Cooles herausgefunden. Ja, Funpi hat Mitnahme, Leute. Ja. Das heißt, kostenlose. Kostenlose Items. Immer mal wieder. Ja, entweder muss ich den. Ja, ich muss eh entweder den oder den anderen triggern, deswegen. Und wir haben rausgefunden, dass Funpi. Den hast du eigentlich getriggert? Wo? Den links jetzt. Also, nein, ich meine. Ach, du bist gar nicht in dem Trainer. Ah, nein. Okay. Ach so. Weil ich muss so oder so den triggern. Entweder den oder den anderen, deswegen mach ich gar nichts. Ja, ich brauch mal kurz ein Level, aber ich hätte gern ein schwächeres Pokémon gerade. Weißt du, jetzt kommen sie alle Level 14 und was weiß ich. Da haben wir ein Wablu. Sorry Leute fürs ganze, sorry Leute fürs Speeden, aber Stein, nee, was ist es? Gestein und Stein und Wasser? Gestein und Pflanze? Gesteinpflanze. Ah, muss ich mit dem genau, ein Wheelie hatte ich noch bei dem anderen Trainer. Das weiß ich noch. Wen gehe ich denn da am besten? Wheelie oder Wheelie. Reicht's schon? Nee, reicht noch nicht. Ja, du brauchst ja eh noch ein bisschen. Dann gehe ich auf Beethoven. Ne? Ja. Na gut, dann speed ich mal nicht ab. Du brauchst ja eh noch ein bisschen. So. Wir haben gerade rausgefunden, ich habe gerade auf die Karte geguckt. Wir können uns gleich auf. Das ist mein Partner. Mhm. Auf zwei Routen und im Dicta-Tunnel jeweils. Das. Noch ein Pokémon fangen. Wir versuchen aber, den Trainern so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Und warum ich noch ein Level brauche, ihr seht, ihr wisst, wann sich ein Nidoran weiblich eigentlich entwickelt. Und ich habe einmal die, oh, jetzt Lance Giftstachel. Das ist eigentlich ganz okay. Das ist der Ekel. Es ist eigentlich mir lieber, den Angriff des Gegners zu senken, als die Verteidigung. So, Lurrus, Buddy und Beethoven bekommen Mipi. Wer kommt jetzt? Girafarig. So. Oh, da kann ich gut drin bleiben. Guck mal, Keksi entwickelt sich. Ja. Und Keksi wird jetzt zu einer richtigen Frau. Ah, ja. Jetzt muss ich hoffen, dass ich einen Mondstein finde, früher oder später. Ja. Aber Nidorina ist auch nicht schlecht. Kaufen? Jetzt müssen wir allerdings dran denken, jetzt hat Keksi den Typ Boden dazu bekommen. Und jetzt muss ich das Overlay ändern. Na gut. Du musst den Trainer da unten dann auch noch machen, ne? Du meinst den da unten links? Ja. Immerhin. Komm her. Hab kein Legio. So, wir gucken auch nochmal auf. Mit Explosion. Ja, wir okay, müssen immer mal wieder gucken. Jetzt hat Funpi wieder ein Item. Nimani. Triggert. Und wir haben eine Maronbeere bekommen von Loris Face. Nice. Also Mitnahme ist nice, Leute. Wir können vielleicht ein paar Sinelbeeren oder sowas bekommen. Ist ja ganz super. Cool. Du kannst vor allem die Sinelbeeren dann einfach ausrüsten, dass sie sich triggern im Kampf. Ja. Das ist halt nice. Für die Arena auf jeden Fall. Ach ja, genau. Und Funpi hält definitiv eine Explosion von einem Regieis aus. Mhm. Und ich habe ein Onix, was glaube ich auch eine Explosion aushalten dürfte, mit fast 70 Verteidigung jetzt schon. Das Problem ist halt tatsächlich, Funpi kann halt nix, Leute. Nee. Das ist das Problem. Du bist hier bei dem Trainer hier unten, ne? Ja. Ich will jetzt ungern schon mal vorlaufen. Ich bin gleich durch. Ich brauche noch rein, Mann. Ist doch gut. Ja, Leute, hier kommt noch ein Drassler, da mach mal eine Windhose. Ah. Weißt du, was ich vergessen habe, wo wir auch noch hin müssen? Zur MSN. Das heißt, wir sollten vielleicht. Ach so. Wenn wir es tatsächlich schaffen, jetzt drei Pokémon zu fangen, können wir zwei sicher ablegen. Dann würde ich zwei starke Pokémon ablegen, auf jeden Fall. Dann können wir auf der MSN tatsächlich sogar in einem Part mal wieder leveln. Das stimmt. So, dann
Aber suchen wir uns jetzt mal eine Route aus, in der wir kaum. So, so, da müssen wir jetzt so rumschlängeln. So, hier und hier aus. Genau, rum. Genau. Ja, gut, den triggern wir. Den triggern wir. Wenn er sich nicht. Ja. Warte. Nee, du, hier kannst du stehen. Der dreht sich auch. Ah! Arsch! soll ich ihn machen? Ja. Du ja schon hast. Ja, komm. Hä? Ja, ich sprich ihn jetzt einfach an. Oh, der hat nur ein Pokémon dabei und es ist ein Xatu. Mit Nidorina sollte ich raus. Ja, auf jeden Fall. Ein Nottikun sollte ich nicht einsetzen. Ach, und Jackie Chan auch nicht. Ja, gut. Bin schon wieder. Ich glaube, ich habe ganz gut. Ich habe einen guten. Ausgleich. Minun. Steinwurf! Oh nein, Heuler. Bitte nicht. Kaitos, zeig mal, was du kannst. Außer, Steinwurf. Außer nix. Wow. Ah, das war gemein. Ach, stimmt, wir haben ja Finte. Mhm. Stimmt, ne? Das, was gegen ein Xatu ganz gut ist. Was? Warum hat denn das jetzt so wenig gemacht? Na, okay, Heuler. Ja. Sehr Heuler. Ich bin mal gespannt, wer von uns das erste Legi kriegt, wenn wir überhaupt eins bekommen. Ich habe die besten Chancen, weil ich habe Meister dabei. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Arktos, ne, von dem einen Trainer, wäre halt wild gibt. Arktos ist geil. Cool. Arktos ist auch super. Jetzt wird es sauer. Generell ziemlich gut. Jetzt kann ich einfach an Eis und Drachen. Oh, den muss ich auch triggern. Und da unten muss ich auch einen Trainer mindestens triggern. Ich glaube, den unteren kannst du ausweichen, ne? Den unteren kann ich ausweichen. Ich kann allerdings auch den oberen ausweichen. Wenn ich aber den unteren mache und laufe dann weiter in den zweiten rein, kann ich mir das Item oben holen und muss nicht erst warten, bis ich den Zerschneider habe. Ach so. Ja, aber dann musst du beide triggern, ne? Ja. Und Zerschneider braucht man so oder so früher später. Hallo, mein Freund ist cool. Mein Freund ist cool. Aber es könnte halt ein krasses Item sein. Picknicker Tristan. Snubbel. Picknicker Tristan. Hat hier noch den Typ normal. Heißt, mit einem Doppelkick könnte ich guten Schaden machen, wenn ich keinen Bedroher-Intus hätte. Limog kann Gift und. Ja, kann er nicht so viel. Ja, ist okay. Mit dem zweiten Doppelkick kriege ich. Number, das macht's. Darf nur keine Vergiftung bekommen, dann ist alles okay. Snubbel setzt Grimasse ein, dafür muss es noch nicht mehr sein Gesicht verändern. Wow. Krasser Aussetzer. Kreideschrei blockiert. Als ob. Klar, Griff. Warum gehen alles daneben? Als ob. Jetzt geht auch noch Härtner. Das sinkt dich total. Oh. Ein KP. Ja, ich hab ein ähnliches Problem. Ein KP. So, jetzt hab ich einen Klammergriff draußen. Nimm das. Und du speedest gerade ab, ne? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so krass abspeeden. Ey, sorry. Du warst so schnell. Ich häng halt noch beim Slimeock, weil es so tanky ist. Tanky ist aber eklig. Oh, ist aber gut XP. So, was kommt jetzt? Janma. Das kann man eigentlich nichts antun. Kann ja. Ja, gut, Kaitos, Steinwurf. Ich muss auf Kaitos. Ledian und Janma haben wir beide. Ja, mega wäre auch mega gut. Das stimmt. Gibt's aber noch hier gar nicht, oder? Jetzt hätte sich eine Psychoattacke gegen Käfer. Ja, mega gibt's doch erst in der Fetten, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nur, ja, so. Ich habe ein bisschen Zeit. Ja, seit der vierten Spielgeneration. Keksi erreicht Level 18. Gibt's noch gar nicht. Das wäre natürlich geil mit Temposchub und sowas. Auf jeden. Härtner. Ja, warum nicht? Ja komm, ich mach das jetzt. Ich will das Item da oben haben. Härtner wäre besser als Pokémon-Sammler. Der hat vier Pokémon. Ein Schalocco. Schalocco? Ja gut, das ist jetzt das geringste Problem. Das wird wahrscheinlich Härtner machen. Was ist das für ein Typ? Allerdings ein Tackle. Käfer. Gift glaube ich nicht, ich glaube nur Käfer. Oder? Ja. Sieht ganz Sinn aus. Macht halt nur Härten. Das hatte ich ihn vorhin beim Trainieren auch. Tackle kann ich wegtun. Hä,
Härtner ist eigentlich geil. Ja. Kann ich voll tanken hier. Du kannst sowieso super tanken. Ja, aber ich habe jetzt halt noch einen Härtner. Ich muss tatsächlich mal gut. Ich muss mir mal angewöhnen, öfter bei dir auf den Bildschirm mit drauf zu gucken. Das mache ich nämlich echt selten. Ich muss mir mal angewöhnen, öfter bei dir auf den Bildschirm drauf zu gucken. Ja, ich mache das gerne. Ich guck. Das eine so. Du willst beide triggern, oder? Ja. Okay. Dann mach mal das mal. Ich hatte gerade kurz Panik. Ich habe gedacht, meine Aufnahme läuft nicht, aber sie läuft. Das wäre jetzt peinlich gewesen, Leute. Aber ich hätte ein Safe State gehabt. So ist du hast auch noch gerade mal geguckt. Aber dann hätte ich gewusst, was die Gegner alle haben. Das ist das Problem. Dann sage ich auch kein Problem. Das zweite Pokémon, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Vibrava. Drache. Drache Boden. Wow. Drache Boden. Komm, krieg ich eine Vergiftung bei raus? Nein. Was kommt jetzt? Bis. Capoeira muss hier raus. Capoeira muss hier raus. Auf Doppelkick. Und mit Rohr auch noch, ja. Dann Doppelkick bringt auf jeden Fall mehr. Hier raus. So, Capoeira, Kampf. Kampf, sehr gut wegen. Kampf. Kixi tankt gut, muss ich sagen. Und auf Eri? Das ist eine Verteidigung davon. Na, nicht so gut. Ich glaube, Jochen war ganz gut, ne? Oh ja. Ey, Jochen ist so ein Biest. Jochen, du Biest, ey. Jetzt vermisse ich meinen Schillock, ne? Ah, jetzt kommt ein Energiefokus. Kann mir aber mit Jochen egal sein. Ja, Schillock. Wow. Verfolgung nice. Macht 2 HP-Schaden gegen Jochen. Hab ich kurz Krach gemacht. Ich hab ihm auf jeden Fall die Vergiftung abgegeben. Ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf Jackie Chan, weil das hat noch Level 22. Wir haben uns gedacht, ne, wir können dann später noch was ablegen und dann können wir ohne Probleme noch ein bisschen. Ja, so leveln. Bin ich wieder eigentlich entspannt. Ja, gehen wir mal auf Eri. Kani wurde durch Gift verletzt und du kriegst jetzt einen Durchbruch ab. Jackie muss auf jeden Fall noch andere Attacken lernen. Ja. Aber damit sie nicht nur Kampfattacken hat. Ja. Kriegst ja reicht Level 19. Dann gehen wir auf Windhose. Kann im besten Fall nur Doppelteam und Teleport. Und ist fast tot. Schreck zurück. Perfekt. Das ist auch ein geiles Pokémon. Rizeros. Mm. Oh. Und hatten wir doch auch schon mal, ne? Wilbur. Stimmt, ja. Wilma Horn. Wilma Horn war es, genau. Groudon! Ja, geil. Und Dürre. Ich muss jetzt erstmal zurück zum Pokémon Center. Vorsichtig natürlich. Ach, wobei, Groudon. Die habe ich alle schon gemacht. Die habe ich ja alle schon gemacht, ne? Soll ich erstmal auf eine Donnerwelle gehen gegen Groudon? Kannst du eigentlich machen? Schon, ne? Was hat Groudon eigentlich? Oh nein, Boden. Ich Idiot. Stimmt. Wird aber größtenteils eh nur gemacht. Ich hätte es wissen müssen, ne? Leute. Leute, guckt bei Flo ins Arena-Battle rein, ne? Ja. Ich speed mal ab kurz. So. Ach genau, es war nur Boden und in der neuen Generation hat es dann noch Feuer. Es kann nur Grimasse und Lehmschuss. Okay. Dann bist du ja relativ safe, ne? So, Moment, jetzt muss ich wieder langsam machen. Weil Antikraft kriegst du erst mit Level 15. Gut, nice. Gut, dann gehen wir hier mal auf eine Windhose. Dich habe ich gemacht und jetzt trigger ich den da oben. Was senkt Grimasse nochmal? Ah, ich trigger ihn nicht, wenn ich hier unten vorbeilaufe, ne? Werde ich halt langsam, okay. Ich trigger ihn nicht, wenn ich hier unten vorbeilaufe. Ja, aber du kannst ja ein Stückchen hoch, dann ist er ja draußen. Ja. Genau. Ich bin richtig cool, ich habe eine Freundin. Sie gehören die zwei da zusammen? Yeah. Der und der Wanderer da unten. Oder halt eben Schuss. Camper und Max. Aua. Und der setzt Aua, Tornupto ein. Das macht Aua. Tornupto. Gleißendes Sonnenlicht. Ich vermisse schon wieder mein Wasser-Pokémon. Und es kann Glut. Okay, gut auswechseln. Lehmschuss tut doch ein bisschen weh. Oh. Ich werde belangen. Komm, mach jetzt einen Crit. Dann müsste ich geh mal auf den Giftstachel. Das macht zwar echt wenig, aber. Ja gut, wenn du mit Glut angreifst, kannst du meine Verteidigung gerne senken, Tornupto. Komm, kriege ich die Vergiftung? Nein, okay. Dann gehen wir wieder auf den Doppelkick. Minus 2 in der Verteidigung, aber auch schon Level 19, wohlgemerkt. Hm.
Okay. Attacke von Groudon geht daneben. Okay. Dann vernichten wir es jetzt mal mit einem schönen Aquaknarri. So. Schön, schön. Delicious. Ein Volltreffer. 627 EP. Na, das hat gute Erfahrung gegeben. Bei dir da drüben. Balderfisch. Komm, Kaltos. Ein guter alter Balderfisch. So, der ist tot. Leute, ich weiß, ich könnte auch auf Dingens wechseln, auf Funpi, ne, auf Loris Face, aber ich traue mich da nicht so wirklich noch nicht. Es kann halt nix. Und natürlich geht er wieder. Ach, wäre mein Freund doch auch nur so toll. Oh, und dann kommt der Komprimator. So, warum gehe ich eigentlich nicht auf Psystrahl? Oh, ich dachte gerade, es ist eine Explosion oder so. Nein, nein, nein. Ich gehe einmal kurz heilen. Jetzt muss ich mich erstmal hier vorsichtig rausschlängeln. Und Keksi erreicht Level 20. So. Und jetzt kann ich wieder das. Kaitos noch nicht, rennen. Level 23, das ist gut. 24 war das nächste Cap, ne? Und drei Pokémon können wir mitnehmen, das ist gut. Ja. Was kriege ich? Ein Taumeltanz. Oh nein, nein. Oh, ich muss aus dem Heil-Loop raus. So, schnell wieder hoch. So, guck mal, hier ist ein Item. So, wieder langsam Zink. Hier. Okay. So, pass auf, jetzt kann ich dran vorbei. Und Wikibeere. Und die muss ich, glaube ich, auch noch triggern, die letzte hier hinten. Das sieht ganz danach aus. Gut, dann gehen wir erst nochmal zurück. Genau. Oh, und Zubiris. Hier kann ich einfach vorbei. Eins, Zubiris. Genau, da muss ich aufpassen. Zubiris ist nice, aber Zubiris ist auch ultra bulky. Ah. Gesichter. Der Windelrad 12 war das, ne? Ja, 12. Mhm. Ja. Sonntag, meiner. Kratzer. Ja. Aua, ein Kratzer, ey. Das tut doch weh. Nicht so weh wie mein Loris Face. Loris Face und Loris Body. So, was haben wir hier? Enikoro. Oh, shit. Eniko oder Enikoro? Enikoro. Ich bin so gut wie tot. Oh. Gesang. So. Dem hier, der ist ein bisschen tricky hier. Jetzt. Aber ich glaube, den muss ich triggern, ne? Ja. Schläft tief und fest. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon, ich bin furchtbar. Warum reden die alle über ihre Freunde und über Freunde? Und los? Wir können noch mehr Pokémon fangen. Wir bekommen eine Angel. Wir bekommen eine Angel in der nächsten Stadt. Ja. Ninjask. Das ist ultra schnell. Ninjaturm wäre jetzt cool gewesen. Ja, auf Giftstapel. Mann, hör doch auf damit und lass mich aufwachen. Natürlich setzt es Härtner ein. Kannst du jetzt kommt noch eine Anziehung. Oh, guck mal, es war ein Crit. Und Temposchub von Ninjask erhöht die Initiative. Loris Body ist starr, Verliebe. Hat sich verliebt. Mein Loris ist starr vor Liebe. Und ist schon wieder eingeschlafen. Oh mein Gott. Ist er starr vor Liebe und dann ist er eingeschlafen. Also. Echt so. Kann ich jetzt. Ich kann, glaube ich, gar nicht treffen. Ne? Ich kann gar nichts machen. Ich brauche jetzt einen Weib. Ich habe nur Kerle im Team. Ich habe nur. Okay, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich wieder Angst vor Vergeltung. Oh shit. Ich würde dich gerne mal anheulen. Ein bisschen bitte. Sinken, genau. Da hat es so. Agilität. Agilität erhöht die Init. Und zwar stark. Und das heißt für mich, ich muss auf Nochikun. Ja, genau. Richtig gut, ja. Kometen. Ein Kometenhieb, der ja nichts macht, weil es. Wow. Ein Kometenhieb Loris ist. Body erreicht Level 20. Leute, es ist ein Kometenhieb. Also, es ist normal effektiv, okay, ja, aber ich habe jetzt sowas wie einen Flügelschlag und das dürfte ein Nocturne einfach weghauen. Und ich darf ja Level 24 haben. Hm? Achso, ah ja. Ich darf nur nicht drüber kommen. TM41, was ist, warte mal, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was habe ich bekommen? TM41, Dodery. Dodery, Dodery. Flug normal. Ich habe bekommen Himmelsweger. Not bad, not bad. Not bad. Mit hoher Volltrefferquote. Ah, du hast ja auch gerade gemacht, okay. So, erstmal gucken, ob hier hinten noch irgendwo ein Item ist. Volltrefferquote, 240 im Flug. Sieht nicht so aus.
kann ich mir noch überlegen. Ich will noch gucken. Jetzt muss ich an dem hier vorbei. Bevor ich zu Bill gehe, will ich noch gucken, ob hier irgendwo ein Item ist. So. Okay. Ich muss mal kurz gucken. Wer ist denn bei mir gerade vorne? Ich würde gerne Eri vorhauen. Wenn noch Level 17 ist. Weil nee, hier ist kein Item. Nein. Brauchst du den Weg also nicht zu gehen? Nee, nee. Okay. Alles klar. Dann mach ich die jetzt noch fertig und dann, geht's rund. Ich hab gedacht, die hättest du schon. Nein, nein. Warte mal, hab ich das Item da oben schon geholt? Ja, ne? Ja, hab ich. Ich hatte ja gerade jetzt Ewigkeiten, Probleme mit meinem Loris. Ja gut, dann warte ich mal hier auf dich, ne? Okay. Hast du eine Wasserattacke? Nein. Schade. Lerne ich auch nicht. Stimmt. Zumindest jetzt noch nicht. Lalala, ja, gut, selbst bin ich mal kurz ein bisschen am Handy, ne? Also ja, ist okay. Ist okay. Gucken wir mal in meine Klassengruppe von WhatsApp, also hier von meiner Schule. Ne? Ach, jetzt gehe ich doch auf meinen Loris, ey. Obwohl, na, Konfusstrahl. Ich gehe auf Beethoven. Hund gegen Fuchs. So, einen guten Bitrower haben wir da, dann ist es. Jetzt kommt auch noch ein Bodyguard. Biss. Nam 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 nam. B kriegt jetzt Burn. Okay. Ich bin gesagt. So Leute, ich mache jetzt einfach mal ein Foto für Instagram. Ja, geil. Einfach mal hier so. So, warte. So. Müsstest am Handy deinen Hintergrund auskien. Oh! Ich kann euch das Bild kurz Brüller lernen. Ich kann euch das Bild kurz zeigen, hier ist es. Wunderschön. Soll ich Brüller beibringen? Bearbeiten ist es so. Tarnstein-Taktik hier. Fertig. So, weiter. Was haben wir jetzt? Hat? Ein Stern, du. Und ja, gut, ich kann ich drin bleiben. Mit Molly am Am Recorden, wenn dann schauen. Wir müssen cool sein. Wir müssen englische Wörter, Begriffe und so nutzen. Und das ist geil. Und da ist ein Püffchen. Der geil. Aufnahme. Es tut mir jetzt schon Zeit, ein Selfie zu posten. Punkt. Seht ihr dann? Hashtag JustGirlyThings. Seht ihr dann am Sonntag in der Soulink. Hashtag JustGirlyThings. So. Und das Ganze auch einmal auf Twitter teilen. So. Loris, Buddy und Beethoven haben Level Up. So Leute, ihr seid. Perfekt. Ihr habt das Bild wahrscheinlich schon gesehen bis dahin. Die mir echt? Auf Instagram folgen, da ist es. So. Ah, du bist fertig! Auch mal! Ja! Lass mal hier Ryan gehen. Gehen wir mal rein zum Billy Boy. Hallo, ich bin dein Pokéball. Spaß beiseite, Spielkeit. Nenn mich einfach Bier, ich bin ein faschist Pokébildig. Glaubst du mir nicht? Ich bin ein Experiment. Ich bin ein Experiment. Ja, dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokéball kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Nö. Nein, komm schon, ich stecke wirklich in Schwierigkeiten. Also hilfst du mir bitte? Okay, alles klar. Okay. Ich gehe in die Teleporter und du startest mit meinem PC aus, das zählt dein Programm. Ja. Yeah. Okay. Bolli hat den Zell separat von mir gesetzt. Yay! Okay. Ich mochte den anderen besser. Klasse, danke, kleine. Und bei dir sagt der Kumpel, du hast mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Hier, nimm das hier. Dann haben wir ein Bootsticket. Rania City erkannte ein großes Kostüm. Etwas an Bord befinden sich nur Trainer. Nicht nur. Das ist nur Lüge. So, jetzt müssen wir. Ich würde gerne sagen, jetzt müssen wir vorsichtig zurück. Warte. Ich kann hier halt auch einfach außen rum. Warte. Ja. Schade.
dachte, hier gibt's ein Item. Nein. Ich bin's Erster in. Oh, ja. Oh, ich wow. bin's Erster in Azuria City. Ja. Ich hab bin's Erster. Ich hab hier da, da ist Kai, okay. Jeder war bald. So, jetzt kommt der nächste Trainer. Ja, warte, ich muss auch redet. Aber im Pokémon Center werde ich abspeeden. Aber Pokémon Trainer, skill the bap. So, jetzt ist der Polizist weg und jetzt halte ich mich erstmal. Ich werde jetzt erstmal Lörres Face nach vorne nehmen. Na, bei mir ist es Eri. Lörres Buddy hat schon genug trainiert, das ist hart genug. Ach ja, wir sollten mal gucken, ob. Nee, Lörres Face hat noch kein Item aufgesammelt. Okay. Stimmt, ich glaube ja. auch tatsächlich nur, wenn es an erster Stelle ist. Glaube ich auch. So. Was sagt der Polizist? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem verabscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. So. Schweizer, okay. Warte, warte, ich bin noch gar nicht so weit. Ich warte mal gut. Sie haben den Schaufler gestohlen. Oh, okay. Weißt du, was das Problem ist? Das wird nicht der Schaufler sein. Oh nein, Schaufler gestohlen. Dann können wir da hier reingehen. Ich habe ihn schon getriggert, also. Ja, ich auch. Hey, du darfst wieder. Du hast ja die Totoren! Warum ich schreie? Keine Ahnung! Was ich hier tue? Ich bin doch ein durchschnittlicher Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Nö, nicht wirklich. Dann werde ich dir den Hintern versohlen! Team Rocket Mark. Reptane. Oh, achso, ja, ich habe hier die ganzen Marks und du die Jimmys, ne? Ja, stimmt. Die Jiminis. So ein Reptane haben wir da. Primarin hätte ich jetzt was gesagt. Papinella. Primarin. Eine Runde. Das war auf einen Igler, ne? Ein Absorber. Die Attacke geht daneben, sehr schön. Lörres Face setzt einen Igler ein. Gegen einen Drachen einen Absorber einsetzen. Legerlich. Gehen wir mal auf den Tackle. Tackle? Okay. Ich hatte schon Angst. Tackle macht wie viel? Ja, na, ist okay. Machst, ja, aber es halt dann gegen. Wobei, reicht es schon für Dreschflegel? Eine Stachelspore? Nee, ne, es muss schon KP sein. Ja. Rockzuckheap? Ja, gut, der Absorber kommt wieder. Es wird halt gegenhalten, ne? Ja, aber nicht viel. Eine Verfolgung. Uah, 7 HP, wow. So. Gut, Eri. Okay, macht nicht so viel. Aber jetzt dürftest du gut Schaden machen, ne? Mehr als mit einem Tackle. Ja. Ja, gut, jetzt dürftest du es eigentlich. Ja, das reicht, glaube ich, alles nicht, ne? So. Ich weiß nicht, ob der Absorber reicht. Ah. Ich wechsle lieber, es ist mir ja, sicherer. Ja, geh auf Nummer sicher. Vor allem Keksi hat ja gar keine Probleme damit. So, Eri erreicht Level 18. Wobei, es ist auch ja. Boden, ne? Ja, aber auch, Ja, wobei, nee, ne? Es ist noch nur Gift. Erst Nidoqueen ja. ist, Stimmt, das ist bei Nidoking ja auch so. Was ist dein zweites? Ah, Gardevoir. Da muss ich, glaube ich, wechseln, weil Gardevoir... Konfusion tut weh. Ich hab ja Beethoven. Das Schöne ist, es outspeedet mich nicht, das Ditto. Das heißt, es kann nicht auf Umwandlung, auf Wandler gehen, bevor ich angreife. Und es ist als Normal-Pokémon. Ich treff's jetzt als Normal-Pokémon mit einem Doppelkick. Und das reicht nicht ganz. Jetzt geht's auf mal. Oh, doch, es reicht, weil es ein Volltreffer war. Gut. Oh, nice. Nein, oh, ich wollte auf den Biss gehen. Oh. Jetzt wird's ekelhaft. Ich hab Mark mal wieder besiegt. Armer Mark. Jetzt hör doch auf mit deinem Heuler. Ich gebe dir die gestohlenen TM zurück. TM28. Gucken wir mal, was TM28 ist bei uns, weil es wird nicht der Schaufler sein. Oder? Schlafpuder. Nicht schlecht. Ich will mal kurz gucken. Keksi könnte Schlafpuder erlernen, Kaitos auch. Bei wem lohnt es mehr? Wert. Ich würde fast sagen bei, ja, ich würde fast sagen Kaitos, bei Keksi. Oder? Doch Keksi?
will mal gucken, was wir alles haben. Ich muss es ja nicht auswählen. Kratzer, ja. Heuler, Giftstachel, Doppelkick. Ich könnte den Kratzer dadurch vergessen. Aber der Kratzer wäre stärker als der Giftstachel. Hm. Das stimmt. Warte mal, ich guck mal, was ich habe. Ich habe, na, so, Beutel, VMTM. Ich habe ein Whirlpool. Na, okay. Ja, ungeil. Aufgrund einmal der Genauigkeit. Ich lerne es noch nicht, ich warte jetzt erstmal, was für Pokémon wir noch kriegen. Aber erst nochmal zum Pokémon Center. Ja, okay. Wie lange geht denn der Part? What? 31 Minuten? Was? Ja gut, dann würde ich fast sagen, nö. Sollen wir noch einen aufnehmen? Weil ich würde schon gerne jetzt wissen, was für Pokémon wir noch kriegen. Würde ich auch machen, aber das machen wir dann im nächsten, oder? Ja. Dann würde ich sagen, hier. So. Hm? Mhm. Oh, warte, ich will mich hier episch hinstellen, so. Ja. Perfekt. Alles klar, dann würde ich sagen, bewertet den Part, schaut auch bei Molly vorbei, schaut unten in die Videobeschreibung. Das war der Sonntagspart. Ja, das war der Sonntagspart, der hoffentlich auch am Sonntag gekommen ist. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder bei Molly. Ja. So Gott will. Vielleicht wird es auch unser letzter Part. Das weiß man nicht, ne? Vielleicht kommt jetzt 5 Regieis, die alle Explosionen einsetzen und Fanti. Ich bin mit allen zufrieden, solange es kein Kyogre ist. Ja. Das ist irgendwie klar, das echt das Ekligste, was man kriegen kann. Stimmt. Das ist klar. Bis dann. Ja, Groden. Bis dann und ciao. Tschüss.